Guten Tag, verehrte Damen und Herren. Auch herzlich willkommen, liebe Zuschauer, die über Focus 5 an der Tagung dabei sind. Ich habe den Auftrag erhalten, über zwei Begriffe mich zu unterhalten: Integration, Inklusion. Und ich möchte gerne Ihnen erklären, was die beiden Begriffe bedeuten, und ich hoffe, so etwas zur Klärung beizutragen. Ich habe ein Jahr gebraucht, habe mich lange mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit diesen beiden Begriffen. Es sind die beiden Begriffe mit jeweils dem ersten Buchstaben I. Ich danke herzlich dem OK und auch dem Präsidenten für die Einladung, und ich habe mir überlegt, wie man diese beiden Begriffe auch darstellen könnte, und ich habe mich jetzt für einen Künstler entschieden, den auch ich sehr gerne mag. Das ist Wassily Kandinsky, und der soll jetzt uns auch ein Stück weit mit seinen Bildern begleiten und sie auch zum Denken anregen. Und ich werde zwischendurch in meinem Referat immer wieder auch Bilder zeigen. Ja, ich habe mir folgenden Ablauf überlegt. Normalerweise, wenn wir einem neuen Begriff begegnen, was machen wir? Wir gehen ins Internet, Wikipedia, und das habe ich jetzt auch gemacht, und es ist eben gerade mit diesen beiden Begriffen nicht so einfach gewesen. Ich zeige Ihnen jetzt dieses Bild mit diesen roten Punkten. Es gibt homogene Gruppen auch, es gibt heterogene Gruppen. Das soll es darstellen. Wichtig aber ist, also es ist jetzt nicht das das Ziel, aber wichtig, es soll Ihnen jetzt ein Bild geben, dass wir diese beiden Begriffe auseinanderhalten. Ja, ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit und aufzeigen, wie das alles entstanden ist mit dieser Begrifflichkeit. Herr Hans Wocken, ein Professor aus Hamburg, hat ein Buch geschrieben dazu. Er äußerte sich so, dass damals in den früheren Zeiten die behinderten Menschen keinen Platz in der Gesellschaft hatten. Sie waren so quasi ausgelöscht, Extinktion, das ist der Begriff dazu. Und dann später hat man dann gemerkt, okay, das sind vielleicht doch Menschen, vielleicht nicht ganz normal, also hat man sie in die, Exklusion verbannt oder hingestellt aus gesellschaftlicher Sicht. Und irgendwann aber dann merkt man ja, nein, die Menschen, das sind ebenfalls Menschen mit Behinderungen, aber halt nicht ganz normal. Und das waren die Separation, sie kamen durch das schon ein bisschen näher an die Gesellschaft, behinderte Menschen. Und dann aber irgendwann haben Eltern auch gefordert, dass ihre Kinder mit einer Behinderung in die Gesellschaft integriert werden sollen. Es sind Menschen, die ein Stück weit besonders sind. Und jetzt in der heutigen Zeit, muss ich sagen, auch Gott sei Dank sind wir so weit jetzt auch, dass dieser Wechsel stattgefunden hat, dass
Menschen mit Behinderungen einfach als verschiedene Menschen betrachtet werden. Und nun sind wir in der Inklusion angelangt. Es sind neu normal verschiedene Menschen. Ja, auf meiner Entdeckungsreise zu diesen verschiedenen Begrifflichkeiten möchte ich Sie jetzt auch mitnehmen. Ich werde dann auch noch auf gewisse Grundlagen hinweisen. Eine ganz wichtige Grundlage ist die UNO-Konvention, die Erklärung für Kinder 1989, wurde die festgelegt. Hier steht geschrieben, Kinder haben Recht auf Würde, sie haben ein Recht auf die Teilhabe an der Gesellschaft, dann aber auch an die Welterklärung zur Bildung aller. Eine weitere wichtige Grundlage. Dann eine weitere wichtige Bewegung ist auch noch die Erklärung von Salamanca zur Pädagogik. Hier hat man sich überlegt, sind es Behinderte oder sind es Menschen, die ein spezielles Bedürfnis haben. Jetzt zum Beispiel hier in der Schweiz hat sich dann die Regierung dazu entschieden, auch dass die Kinder, die ein spezielles Bedürfnis haben, auch wirklich zu integrieren. Was das aber genau bedeutet, die Integration ins Bildungswesen, da werde ich dann noch darauf eingehen. Die Schweiz hat das mal so zur Kenntnis genommen, diesen Auftrag auch ein Stück weit angenommen. Die EDK, das heißt die Erziehungsdirektorenkonferenz, hat 1994 dann sich zum Ziel gesetzt, diese Erklärung auch hier in der Schweiz anzugehen und umzugehen. Wir hatten dann den neuen Finanzausgleich, darüber haben wir als Volk abgestimmt. Und neu sind die Kantone dazu aufgefordert, die Erklärungen dazu zu formulieren, was das genau dann in der Umsetzung bedeutet. In der Schweiz haben wir 26 verschiedene Kantone, somit auch genauso viele Lösungen. Das macht die Situation nicht einfach. An der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, da wo auch ich arbeite, kümmern wir uns auch und bilden wir Fachleute aus, die sich um Kinder mit speziellen Bedürfnissen auch kümmern. Und es gibt da drei Grundsätze in der Bewegung und ich möchte Ihnen die gerne auch zeigen, damit Sie es besser verstehen. Ja, ich habe jetzt wieder ein Bild gewählt, ich komme jetzt zur Definition. Die Definition der Integration und jetzt bitte ich Sie gemeinsam jetzt diese Gebärden auch zu kopieren. Hier ist diese Hand, ich bitte Sie jetzt das ebenfalls zu machen, die linke Hand ist so und dann die rechte Hand mit dem Zeigefinger. Ja, bitte machen Sie es doch nach. Hier auf der gleichen Ebene die Bewegung nach vorne. Oder diese Gebärde hier, ja, sehr gut, ich sehe, Sie haben das gut jetzt verstanden. Das ist eine Möglichkeit, diese Zeigefingerhand steht auch für Personen. Und jetzt fordere ich Sie auf, die beiden Hände zu nehmen. Integration, richtig. Die Integration vieler Menschen, ja, vielen Dank. Sie haben jetzt ein Gefühl erhalten, was das ein Stück weit auch bedeutet. Und ich möchte jetzt gerne auf ein paar Modelle jetzt eingehen, sodass wir das dann auch in Beziehung setzen können mit unserem Alltag. Ja, ich komme zur nächsten Folie. In der Schweiz begegnen wir sehr oft diesem Begriff Integration und damit verbinden wir automatisch ein pädagogisches Setting. Von Integration sprechen wir, wenn wir meinen, Kinder in eine Schule zu integrieren. Das ist
Eine Studie wurde erstellt, ganz wichtig, verschiedene Studien, Universität Freiburg, aber auch Zürich, dann die HFH in Zürich hat Studien gemacht, dann die Hochschule in Luzern hat Studien dazu geschrieben und sich damit auseinandergesetzt. Festgestellt wurde, dass es nicht so einfach ist, diesen Begriff genau zu definieren und eindeutig zu bezeichnen. Es ist abhängig von den Lehrern, von der Zusammenarbeit mit den Eltern, wie eine echte Integration gestaltet wird. Ich werde darauf noch später hinweisen und auch auf die einzelnen Studien genauer eingehen. Die Forschungen sind bereits seit längerer Zeit am Laufen. Eine wichtige Aussage ist die Integration von Einzelkindern oder von einer Gruppe. Das ist nicht nur eine Organisationsfrage, indem man halt einfach die Kinder in einen Klassenverband setzt und damit dann Integration quasi als vollendet betrachtet. Nein, es braucht da verschiedene Kriterien. Es ist in erster Linie eine Haltungsfrage. Eine integrative Haltung ist die Voraussetzung. Und wichtig auch, wie das Förderprogramm aussieht. Stehen genügend Maßnahmen zur Verfügung? Werden die Kinder entsprechend unterstützt? Passt das Thema auf ein Kind? Ist es seiner Entwicklung angepasst? Und so sind es verschiedene Faktoren, die für eine erfolgreiche Integration vorhanden sein müssen. Es sind Oberthemen, die ich jetzt kurz erwähnt habe. Darauf gibt es viele weitere Details, die dann auch noch berücksichtigt werden müssen. Es ist nicht nur diese Integration so zu verstehen, dass es nur in einem schulischen, in einem pädagogischen Umfeld stattfindet. In der Schweiz hat dann auch eine Veränderung stattgefunden, in der Pädagogik auch. Wie fördern wir diese Kinder? Wie gestalten wir unser Zusammenleben? Und da gibt es verschiedene Ressourcen, die wir sehen hier auch die Kooperation, die Ressourcen und das Networking, die Netzwerke, die gegeben sein müssen. Sie sehen es hier auf dem Bild. Wir haben uns jetzt mit der Integration auseinandergesetzt. Das geht aber hier nicht nur um die Schule jetzt, sondern eigentlich ist es auch viel, viel breiter zu verstehen. Wir haben jetzt, gerade im 2009 hat das Büro, das Bundesamt für Statistik auch festgestellt, dass wir in der Schweiz immer mehr auch Migranten haben, Leute, die in die Schweiz kommen, die unsere Bevölkerung wächst. Wir erwarten bis 2060, dass wir 12 Millionen Menschen hier in der Schweiz leben. Das heißt, pro Jahr kommen ungefähr 40.000 Menschen in die Schweiz und beantragen ihren Pass, ihren Aufenthalt hier und sind aber eigentlich nicht mehr Schweizer. Hier aufgewachsen, hier geboren. Und interessant ist jetzt auch, dass dadurch die Sonderklassen wachsen, die Anzahl der Sonderklassen. Wichtig auch der Einfluss auf die Wirtschaft. Und Stamm, ein weiterer Professor, hat das auch aufgegriffen, was diese Migration für die Wirtschaft alles bedeutet. Ein ganz wichtiger Begriff auch, diese Integration im wirtschaftlichen Bereich. Und da brauchen wir ja in der Schweiz Fachleute aus dem Ausland. Ein Viertel hat allerdings keine berufliche adäquate Ausbildung. Qualifizierte Leute kommen oftmals aus dem Ausland in die Schweiz und übernehmen diese Positionen. Und hier stelle ich jetzt die Frage, diese Wiedereingliederung, diese Reintegration, wie gestaltet sich die? Ich wechsle jetzt das Thema zum zweiten Begriff mit I. Ja, und ich möchte jetzt gerne da eintauchen in diesen Begriff,
möchte Ihnen aufzeigen, was es auch für uns gehörlose Menschen bedeutet. Und ich möchte Sie gerne jetzt auch einladen, sich mit einem neuen Bild auseinanderzusetzen. Diese Inklusion, wie kam es so weit, wie hat das stattgefunden, dass wir neu von der Inklusion auch sprechen? Wie versteht sich das, wie fühlt sich das an? Wir sehen jetzt auch hier auf diesem Bild ganz viele Verbindungen. Kandinsky drückt es speziell aus mit Bewegungen, mit Zusammenhängen, mit Abhängigkeiten auch voneinander von diesen Formen. Alles steht in gegenseitiger Abhängigkeit, beeinflusst sich gegenseitig und somit sind immer auch automatisch alle und ist alles betroffen. Jetzt, hier in der Schweiz, was bedeutet die Inklusion? Es ist vielleicht ein schönes Wort, wird auch oftmals auch benutzt in der Literatur. Inklusion betrifft alle, Schule, Bildung, Arbeit. In dieser multikulturellen Schweiz auch bezeichnen wir uns oft auch, dass wir diese Inklusion auch wirklich schaffen. Aber die neue Herausforderung in unserer Gesellschaft ist auch die neue Entwicklung und wie auch die normal verschiedenen Menschen auch mit einbezogen werden können. Also gehöre auch ich dazu, egal wen ich bin, vielleicht Brillenträgerin, vielleicht habe ich eine andere Hautfarbe. Es entstand ein neues Verständnis davon. Ja, und jetzt möchte ich Sie noch einmal auffordern, diese Begriffe nachzuahmen. Inklusion, gebären wir so. Und diese Hand wird in die andere hineingeführt. Inklusion. Inklusion. Es ist eine neue Ideologie dahinter, hinter diesen Begriff, und natürlich hat sich jetzt auch eine neue Gebärde dazu entwickelt. Ja, ich bitte Sie nachzuahmen, die Integration einer einzelnen Person, die Inklusion einer einzelnen Person. Ja, vielen Dank. Und damit hat sich auch ein Prozess ergeben,